In einem Waschsalon in Bremen passiert dieser Überfall auf eine 79-Jährige. Die Täter erbeuten rund 3.700 Euro. Waschsalonbetreiber Jörg Becker hatte schon viele Einbrüche, so einen brutalen Überfall noch nicht. Da fehlen einfach nicht die Worte. Nein. Und wenn man das so sieht, so die Dreistheit der Menschen, da, das ist also skrupellos. Am 15.04. hebt die Frau Geld von der Bank ab. Dabei wird sie bereits beobachtet. Zwei Täterinnen versuchen ihr das Geld zu stehlen, Passanten schreiten ein und setzen die Dame in die Straßenbahn. Doch die Räuberbande verfolgt die 79-Jährige weiter bis zum Waschsalon, wo sie eine Verschnaufpause einlegt. Die Täter warten mit ihrem Angriff offenbar, bis alle Kunden den Waschsalon verlassen haben. Nach dem Raub bittet die Dame Michaela Rademacher von der Kneipe gegenüber um Hilfe. Also ich finde es nur erschreckend, wie skrupellos man so eine alte Frau, die wirklich ihr Leben lang arbeiten gegangen ist, sich ein bisschen was erspart hat und nach 3 Monaten das erste Mal zur Bank geht, weil sie schwer krank war und ihr das ganze Geld entsteht. Also ich kann es nicht verstehen. Die Polizei Bremen fahndet nach den Tätern, die eine bekannte Masche anwenden. Ja, von diesem Modus operandi, von dieser Tatbegehungsweise sind wir jetzt nicht überrascht. Das kommt durchaus mal vor, dass man sich da vor Banken positioniert und schaut, ob da gerade ältere Leute einen Geldbetrag abheben. Ja, grundsätzlich empfehlen wir natürlich, keinen hohen Geldbetrag so abzuheben oder wenn das in Begleitung zu machen. Das wäre natürlich nochmal ein wichtiger Hinweis. Waschsalonbetreiber und Kneipenchefin hoffen nun, dass die Täter bald ermittelt werden.